Wir bleiben bei den ehrenamtlichen Helfern und kommen zu einem Vorzeigeprojekt für ganz Österreich. Es heißt Kreativität spenden. Konkret lernen dabei Salzburgs Oberstufenschüler soziale Projekte im Land kennen und engagieren sich auch dafür. Egal ob für Frauenhäuser, das SOS Kinderdorf, für Behinderteneinrichtungen oder kleinere private Organisationen. Romy Seidel über eine Licht ins Dunkel-Initiative gemeinsam mit den Salzburger Nachrichten, Raiffeisen, Albus, der Progresswerbung und dem Landesschulrat. Einen aufwendigen Spendennachmittag zugunsten Little Horseland in St. Veit im Pongau organisieren Schülerinnen der Tourismusschule Bad Hofgastein. Hippotherapien für Kinder mit Beeinträchtigung ermöglicht diese Initiative, die ausschließlich durch Spenden, vor allem von Licht ins Dunkel, existieren kann. Ja, weil einfach der Verein wirklich was Gutes tut und weil uns das von Anfang an, wie wir das erste Mal hergefahren sind, hat uns das einfach begeistert und wir wollten einfach, dass der Verein aufrechterhalten bleibt und auch in der näheren Umgebung bekannt wird. Ich finde es voll super, dass Licht ins Dunkel gibt, weil es gibt so viele notdürftige Menschen, zum Beispiel auch Familien, die was einfach nicht weiter wissen. Und genau deshalb brauche es viele junge Menschen, die sich sozial engagieren.